Na, Hüpfgorer, schön noch die Gegend. Willkommen zurück zu CrossCode Kapitel 35. Das letzte Mal, haben wir noch so ein paar Quests gemacht. So ein bisschen mehr außerhalb der Wüstengegend. Und dieses Mal wollen wir mit Citron endlich mal diese Maronenbaum-Quest abschließen. Emily wird sicher auch bald da sein. Blauhaariges Viomancer! Da freut sich ja schon wer. So treffen wir uns also wieder. Hi. Tut mir leid, er hat dich gesehen, als du gegangen bist. Hallo, ich bin Citron. Ich schätze, ihr beide kennt euch. Ich sehe, hast du ein weiteres Partymitglied, Viomancer. Lia. Jedenfalls freut es mich zu sehen, dass du so weit gekommen bist. Es wird da Zeit, deine Fähigkeiten erneut auf die Probe zu stellen. Blauhaariges Viomancer, ich fordere dich zu einem weiteren Duell heraus. Lia. Hier bin ich! Oh nein, Monsieur Graskopf! Nimmst du das, Viomancer? Lia. Oh, noch ein Duell? Komm schon, Lia. Denn dir hier schreit förmlich danach, mal versucht zu werden. Was ist denn? Du scheinst dieses Mal weniger gewillt zu sein. Nimmst du die Herausforderung an, Viomancer? Lia! Jetzt mal im Ernst, das ist doch bescheuert. Sprich sie endlich mit ihrem Namen an. Ist dir das wichtig? Also gut. Nimm das an. Verdienst du dir meinen Respekt? Spreche dich mit deinem Namen an. Nimmst du an. Gut. Wir treffen uns vor dem Fayo-Tempel. Ich werde dich dort erwarten. Bereite dich gut vor. Bis bald, Theomancer. Weil... Oh Mann, manchmal frage ich mich, warum ich mich überhaupt mit Träumen umtreibe. Man sieht sich. Ich bin verwirrt, wer war das? Oh, das ist irgendein so ein selbsternannter Gerechtigkeitstyp. Hält wirklich große Stücke aufs Viomancer. Hat von hier einen kräftigen Tritt in den DDR bekommen. Verstehe, ein richtiges Unikat. Ui, er ist ein Idiot. Egal, Zeit für eine Dreiergruppe. Lass uns endlich diese Quest beenden, damit wir in den Fayo-Tempel können. Einverstanden, ich schätze als nächstes sollten wir uns bei der Ältesten melden, richtig? Ich meine auch, Monsieur Tronny. Ja, der scheint auch noch nicht ganz so viel davon zu halten wie Emily oder so. Um Französisch. So, ne, Quests gibt es hier keine mehr. Aber auch schön alles abgeschlossen. Ja, gut. Dann können wir mal endlich weitermachen. Ja. Lieber Mensch, hast du erledigt nervige Sandwürmer unter Maronenbaum? Du sprichst Wahrheit. Wie sehr Notiz aufpasst. Danke dir vielmals, Mensch. Wegen deiner Hilfe, Baum wird leben weiter viele Jahre. Jetzt, ich gebe dir glänzende Kugel als Belohnung. Mensch, du kannst gehen zum mystischen Statue auf Markt und erhalten Schlüssel zu Fayo-Tempel. Okay, wir haben den Baum mit Erfolg verteidigt. Hey Leute, wir haben die glänzende Kugel, der Höhepunkt der Kreativität. Naja, es sind die Schad, die bevorzugen simple Terminologie, richtig? Ui, wie... Gute Ausrede. Na gut. Ja, dann haben wir eigentlich nichts mehr wirklich, was uns hier noch großartig auffällt. Ich könnte vielleicht noch schauen, wie es eigentlich bei der Sammelquest geht. Bei Henry-Quest. Nenne ich es lieber Henry-Quest, weil da ist ja noch alles Mögliche dabei. Ja, versuche ich irgendwann anders noch zu erkunden. Und die Gegner habe ich tatsächlich schon. Ja, nett. Oder? Nee, nee. Den Turbogeier brauchen wir noch. Ja, dann demonstrieren wir mal so kurz, wie stark drei Typen sind, die noch ein bisschen gut gelevelt sind. Ich habe mal ordentlich versenkt. Das ist doch schön. Wir sind die Stärksten. So. Was habt ihr dazu zu sagen? Überhaupt nichts. Er macht ihn fertig.
wollte eigentlich ein Dreier-Level aufladen, aber hat gut funktioniert. Naja, die halten ja eh nicht so viel aus. Und dann... Ja, ich kriege eh nur noch einzelne Erfahrungspunkte von denen. Ja, die Erfahrungspunkte werden ja auch ein bisschen reduziert, dadurch, dass ich Partymitglieder habe. Allerdings, ich weiß nicht, ob die dann halt nur halbiert und gedrittelt werden jeweils. Das macht auch nicht mehr so viel aus. Na, tschüss, Emily. Oh, gut. Ah, ich habe mir ja zumindest mal was analysiert. Ah. Wo gehe ich denn überhaupt hin? Habe ich ja ganz vergessen. Ich mag diese Wüsten-Hero-Turtles nicht. Meine Schläge auf den Panzer sind fast wirkungslos. Wohl wahr, Turtles sind aber Wasserschildkröten. Die hier sind Tortoises, also Landschildkröten. Bist du sicher? Sie tauchen doch unter die Erde, als wäre es Wasser nur. Im Englischen heißen sie Driller-Toys. Ui, wie auch immer. Ja, wir ziehen hier gerade voll durch. Ja, den Standardspruch kennen wir schon. Was ich allerdings ganz vergessen habe, ist, wir müssen ja eigentlich noch... links. So, der Statue in der Stadt. Ich habe mich schon gewundert, warum es nicht wirklich weitergehen wollte. Ich glaube, da könnte es eigentlich schon so ziemlich getriggert, sobald wir auf der Plattform sind. Aber wir wollen ja erst zu der Vogelstatue. Entschuldigung, vielmals. So. Der Weg, den du beschritten hast, hat dich in dieses karge Gebiet geführt. Von endlosem Sand umgeben, werde ich dir die Form desselbigen überreichen. Sie wird das Tor zum Tempel von Fyre öffnen. Reisender, Gesandter des Wandels, deine nächste Prüfung erwartet dich. Gelbe Sandform erhalten. Sehr nützlich. Ja gut, wir brauchen es. Ich meinte nur, das sieht natürlich nicht besonders aus, aber... Okay, Sandform erhalten. Ich frage mich, ob wir irgendwann mal gegen diese riesigen Weltallvögel kämpfen werden. Davon habe ich noch nichts gehört. Achso, du spielst Crossfire auch zum ersten Mal? Das ist ziemlich, aber ich kenne einige Leute, die schon länger spielen. Weißt du, die anderen Gildenmitglieder? Nein, die meine ich nicht. Die Leute, die ich meine, kenne ich nicht persönlich. Den ersten Gelehrten bin ich übrigens deshalb beigetreten, weil ich glaube, dass man mit ihnen eine Menge Spaß haben kann. Mir gefällt, dass sie nicht so versessen auf das Gameplay sind. Und auch, wie Hill versucht, so viel wie möglich über die Hintergrundgeschichte und das alles zu erfahren. Ui, das habe ich bemerkt. Mann, ich kann es kaum erwarten, dasselbe Level wie Lucas und die anderen zu erreichen. Dann können wir endlich bei Raids und sowas mitmachen. Ach ja, da habe ich auch richtig Lust drauf. Also dann, auf zum Fyre-Tempel. Und zum Duell. Ui, richtig. Du musst deinen Namen endlich in sein Hirn prügeln, Lea. Du sollst dich gut vorbereiten, Lea. Du weißt schon, Quests machen, deine Ausrüstung verbessern und so weiter. Was gehört? Los geht's. Und ich kann mittlerweile auch frei aussuchen, mit welchen Partymitgliedern ich jetzt unterwegs bin. Also ich kann auch auf Emily oder Zitron oder sogar auf beide verzichten. Ja, ausgerüstet bin ich eigentlich doch relativ gut. Insofern, teleportieren wir uns doch gleich mal hin. Insofern können wir jetzt eigentlich mal zum Lunchen gehen. Also, Sandform. Und dann wird es mal Zeit, sich die nächsten Säule zu stellen. Naja. Hui! Ah, der Fyre-Tempel. Blauhaariges Viomancer! Ich sehe, du bist eingetroffen. Es ist Zeit für unser Duell. Wieder einmal ist der Ort hier einfach wie dafür geschaffen. Und du suchst wieder die Aufmerksamkeit der anderen Spieler, Hui? Natürlich! Er braucht sein Publikum, das kannst du ihm nicht ausreden. Glaub mir. Wie auch immer, sag mir Bescheid, wenn du bereit für das Duell bist. Du sagst nichts dazu. Seid alle bereit? Jo, alles Klärchen. Kann losgehen. Wirklich? Hast du dir endlich eine neue Waffe besorgt? Du benutzt immer noch den Daikon, ja? Es hat HP-Regeneration, das ist super praktisch. Verdammte Axt, es ist eine Level 13 Waffe. Das zieht dich mehr runter, als es hilft. Das ist auch gut. Ich habe damals, wo ich das erste Mal gespielt habe, bis zu dieser Stelle hin, oder durch den Fyre-Tempel durch, da habe ich auch noch den Daikon gehabt. Einfach nur, weil ich gedacht habe, das ist super nützlich.
Aber ja, es stimmt schon. Man ist einfach deutlich schwächer im Angriff und Verteidigung. Und es gibt ja schließlich andere Möglichkeiten. Das ist ja wieder per Circle-Zeit habe ich ja jetzt. Die haben ihre Regeneration. Und was ich anscheinend auch nicht habe. Oh, oh, tatsächlich. Und ich wundere mich, warum ich keine Level 2-Technik hinkriege. Ja, habe ich ja alles noch nicht freigeschalten. Ich habe ja noch so viele Punkte. Also, ja. Level 2 Nahkampfkunst ist zwar nicht ganz so nützlich, aber so. Einfach mal her damit. Außerdem wollen wir hier so ein bisschen was zeigen. Okay, was wollen wir hier noch? Das hier kostet alles viel zu viel. Ich könnte meinen Angriff erhöhen. Mich gegen Element schützen. Stärkt ein Schild. Verteidigung ist zwar gut, aber ich kann mit dem Schild einfach nicht umgehen. Machen wir Elementresistenz. So, dann gehen wir noch mal kurz zum Feuercircuit. Da habe ich auch schon ziemlich weit gemacht. Die Mine mag ich nicht so wirklich. Also nehmen wir mal den Crimson Strike hier mit. Als Dash-Kunst. Und, ja. Ansonsten könnte ich natürlich eigentlich schon die Punkte ausgeben hier für Kleinigkeiten, aber. Ja. Ich werde sowieso wahrscheinlich eher mit Normaltechniken kämpfen, weil das Feuer wird mir jetzt nicht ganz so viel helfen hier. In diesem Feuerdungeon. Um Gegner zu vermöbeln. Glaubst du, dieser Tempel ist so lang wie der letzte? Vermutlich. Oh, Junge. Ich hörte, dass es irgendwo in der Mitte einen Wegpunkt gibt, also wäre es leicht zu gehen und eine Pause einzulegen. Naja, es ist nicht so, als ob gehen und zurückkommen im vorigen Tempel besonders schwer gewesen wäre. Aber auch eine nützliche Sache. Und sonst noch was im Angebot hier? Nö. Haben mich hier auch schon ein bisschen umgeschaut, aber Schatzkisten haben sie hier leider nicht im Angebot, auch wenn es noch zum. Auch wenn es sich eigentlich so schön anbieten würde, dass man irgendwo am Rand was versteckt. Na gut, dann halt nicht. Okay. Einmal tief durchatmen und schauen, dass wir mit dem grünhaarigen Monsieur klarkommen. Ich sehe, du hast dich vorbereitet. Bist du bereit für das Duell? Also dann, legen wir los. Na dann, viel Glück. Verpasst dem Gaskopf eine Tracht Prügel, an die er sich erinnern wird. Okay, bist du bereit? Gut. PvP-Kampf aktivieren. Die Leute sind schon begeistert. Viel Glück, Lea. Es ist einige Zeit vergangen seit unserem letzten Duell. Wir haben uns weiterentwickelt. Wir haben beide das Hitzeelement erhalten. Es wird also Zeit, dass ich, Apollo, mich überzeuge, ob du noch immer auf dem rechten Weg bist. Den Weg eines wahren Viermanns. Mon Dieu, fang endlich an! Den Weg der Gerechtigkeit! Lass das Duell beginnen! Okay. Okay, das hat noch nicht gelangt. Ups, Alter. Ich krieg den Zweier nicht aufgeladen. Aber er war gut genug gesagt. Nicht schlecht. Nur ein kleines Vorspiel zum Warmwerden. Denn jetzt wird's richtig heiß. Ja, ja. Den hast du jetzt nicht ernsthaft gebracht, oder? So, Level 2 Skill. Und der reicht auch aus, um Apollo gut zu besiegen. Mal sehen, wie du mit meiner Geheimtaktik fertig wirst. Es hat auch immer einen gewissen Vorteil, unten zu gucken, wie seine Leiste so läuft. Denn sobald er aufgeladen hat, fängt er ja an, seine Minion zu setzen. Und dann kann man hier schön ihn punishen. Man sollte halt nur aufpassen, dass man. Nicht selbst in die Minion. Vielleicht werde ich dich nicht gewinnen lassen. Okay. Ja. Es gibt noch ein Achievement, wenn man es schafft.
jeden Kampf gegen Apollo zu gewinnen, ohne ein einziges Mal eine Runde zu verlieren. Schaffe ich jetzt zwar natürlich nicht mehr, aber ich habe das Achievement zum Glück auch schon. Oh. Das reicht aber. Okay, jetzt ist Schluss mit lustig. Runde 5. Warum haben sie das eigentlich nicht auf Deutsch übersetzt? Okay, das hat getroffen. Oh. Wenn er so anfängt, hier seine Serie rumzuwerfen, kann man ja super in einen Fall ins Gesicht schießen. So, gib auf! Wir sind noch nicht miteinander fertig! Das ist fast geschafft, Lea! Los, los, los! Ah, ah. Ich sollte immer ein bisschen Abstand halten, wenn er angreift, weil es ist etwas fraglich, ob er nicht ein Special hinterher setzt. Da hätte ich jetzt mein Schild einsetzen sollen. Aber egal. Tschüss! Das hat nochmal funktioniert. Und damit haben wir auch das zweite Duell gewonnen, auch wenn wir eine Runde verloren haben. Dein Fortschritt ist bemerkenswert. Ich bin sehr beeindruckt, Theomancer. Lea! Vergiss dein Versprechen nicht. Richtig. Du verdienst es nun, bei deinem richtigen Namen genannt zu werden. Theomancer Lea! Ich freue mich schon auf unser nächstes Duell! Heißt das, wir können jetzt endlich mit dem weitermachen, was wir eigentlich vorhatten? Ja, tut mir leid, dass du so lange warten musstest. Oder auch Zeit. Auf geht's. Bis zum nächsten Mal, Theomancer Lea. Du bist nicht ganz so voll begeistert, dass du noch immer Theomancer genannt wirst. Naja, bye. Oh, ihr wollt gar nicht in den Dungeon. Na gut. Glückwunsch, das war echt beeindruckend. Ui, dem Grasklopfer hast du echt gezeigt, wo der Frosch die Locken hat. Tja, dann ist das nächste also der Fire-Tempel dran, richtig? Exakt immer. Zeit für unser drittes Dungeon-Rennen. Oh, ihr beiden veranstaltet also immer Wettrennen? Genau, wir machen das, seit wir uns an der Neulingsbrücke getroffen haben. Das klingt nach einer Menge Spaß. Andererseits ist für mich wahrscheinlich kein Platz bei eurem Wettrennen. Was meinst du, Tronny? Natürlich kannst du mitmachen. Je mehr, desto besser, oder, Lea? Ja, wenn das so ist, würde ich gern mitmachen. Fantastisch. Jetzt kann ich es echt nicht mehr abwarten. Hm, vielleicht braucht ihr ja vorher noch eine kurze Pause. Ah, oui. Sag uns einfach, wenn du soweit bist. Boah. Ist vielleicht eine Idee. 98 Erfahrungspunkte habe ich gerade mal durch diesen harten Kampf gekriegt. Naja. Ja. Ich denke mal, es ist eigentlich doch ein guter Höhepunkt. Endpunkt nach diesem Höhepunkt. Um hier mal kurz eine Pause zu machen. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt ein bisschen noch ein paar Pflanzen zusammensuchen möchte, damit ich das später nicht mehr machen muss. Jetzt am Brügeln und so. Und dann machen wir das nächste Mal das nächste Rennen. Diesmal mit Zetron und natürlich Emily. Und schauen, ob wir da auch genauso siegreich sind wie im Ice Dungeon. Ich habe eh den ganzen Namen nicht mehr so gut im Kopf. Naja, bis zum nächsten Mal. Schuss!